Herzlich willkommen, diesem Lob. Als Hummel seid ihr wieder dabei und wird mit uns Karneval. Und ob ich diesen Druck Europa natürlich so gut drüber kämpfe. Tulle! Selbstkampf! Isenbrook! Schön, dass ihr da seid. Da sind sie, die Tüdener Mädchen und Schatjes, die heute verstärkt werden durch einige schlanke, junge Witzemen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Heute zum Thema Robin Hood und seine Rehe. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme und auf euch rufen natürlich auch auf Robin Hood, Rehe. Nur noch mehr mit diesem Schatten. Da fährt er vor, unser Kinderprinz, Till der Erste, mit seinen Adjutanten Max und Max. Sie hatten in diesem Jahr genau wie wir ein Jubiläum zu feiern. 2x11 Jahre Bockener Gröne und sie sind heute hier wieder bei uns zum Gast. Zum Thema als Birnenverkäufer und wir rufen aus auf die Bockener natürlich in Lieberkräfte. Tudelö! Bocken! Fastelabend! Dankeschön, dass ihr wieder da seid und wir freuen uns jetzt immer euch zu sehen und immer mit euch zu feiern. Nächstes Jahr wieder noch mal schon. Jahre Kassette ist fast so alt wie wir Witzemann sind mit 7x11. Also die Kassette gehört dazu, da konnte man zumindest mal vor- und zurückdrehen. Ja, aber da kann man ja auch zusammenknoten wieder.
Dann ist nur das Stück verloren gegangen, wo der Knoten ist. Das ist wichtig. Die soll wiederkommen. Die Kassette ist besser als alles andere. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr wieder hier seid. Die Leute von der Sitterler Straße, die heute 60 Jahre Kassette feiern. Und auf euch rufen natürlich auch die Briefverkämpfe. Tada! Unkraut müssen wir nicht haben, wir lassen uns woanders begraben. Das ist ja, wenn man die Kirche auf sich jetzt bekickt, dann ist wirklich nicht schon, was ihnen selbst dann ist. So geht es nicht mehr wieder. Teuer durften wir brav bezahlen, nun sind wir unwürdig begraben. Ein Licht geht der Gemeinde auf? Das glaube ich nicht. Ja, vielleicht hilft ja dieser Hinweis, dass sie das mal besser auf der Reihe kriegen. Eine Riesen-Emma fährt vor, von den Jecken aus dem Westen, die heute zum Thema Jim-Knopf bei uns sind. Und wenn sich diesen tollen Wagen mal anschaut, wirklich ganz wunderbar, was ihr da gemacht habt. Ja, vielen Dank den Freunden von den Jecken aus dem Westen zum Thema Jim Knopf. Ich habe gerade schon mal gesagt, der Wagen ist ganz einfach fantastisch. Und dann sind wieder welche von Höge dabei. Ich habe gerade schon mal gesagt, was ihr Höge in den Karneval im Moment macht. Das ist ganz, ganz toll. Heute sind Highlights. Wir bedanken uns nochmal hier sein dürfen und einmal drei Vergessen. Jürgen! Dünnermann! Hier genau zum Besten! Danke schön! Bitte schön! Ja, herzlich willkommen. Wieder eine Gruppe aus Höngen. Die Single-Fans mit dem Thema Zirkus und ebenfalls auf eurer Liebe-Camping Höngen.
Poste laufen, Hirne. Die Grenze sagen, was die Hirne gemacht, einfach toll. Dankeschön. Die Spielplatz wird Unterdorfer und die Spielplatz wird für Karneval Spielplatz wird. Und das mit ganz, ganz tollem Kopfschmuck, mit viel, viel Feinarbeit haben wir das gemacht. Dankeschön! Spielplatz wird Europa natürlich Urude, Dreberkämpfig, Tullere, Spielplatz wird Bastelhaufen. Dankeschön. Die Schimmerkarnevalisten zum Thema Mario Luigi, seit vielen Jahren seid ihr schon hier beim Rote Mond dazu und ich heiße euch auch heute wieder ganz herzlich willkommen.
seit vielen Jahren im Rosenmontagszug, aber erstmalig mit dieser Gruppe sind die Westsippel-Karnevalisten hier aus Zimmern dabei, die zum Thema Sherlock Holmes hier dabei sind mit einem ganz, ganz tollen Wagen, mit einer ganz, ganz tollen Gruppe. Dankeschön. Und ich sehe viele Freunde von den Gänzlichen. Schönes, was er gut gemacht hat, da war ja spitze! Jetzt sehen wir die Grenzland-Karnevalisten als Schotten. Wenn man euch als Grenzland-Karnevalisten heute wieder hier beim Rosenmontagszug sieht, einen ganz, ganz tollen Wagen habt ihr gemacht. Als Schotten seid ihr hier, das sieht man vielleicht, weil ihr Rücken an habt. Kann auch deswegen sein. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Feiert schön, macht weiter. Hallo Julian, hallo Santa und hallo Lena. Schön, Julian, schön, dass wir wieder hier sein dürfen im Turnhall. Ich glaube, der Beste kommt zum Schluss. Ne? Ne? Ich weiß, dass du dich freust und du warst ja gestern noch bei uns dabei. Ne? Darum weiß ich auch natürlich, dass es Spaß macht, wieder hier zu sein im Turnhall. Wir haben Heimspiel heute. Danke Julian, danke Lena, dass wir hier sein dürfen mit dem Dreimal Turnhall. Witzemann! Boah, das kannst du mit einer Süßsoße gehen, da wollen wir auch mal einen schönen Prinzen sehen, da habe ich gehört. Ich als Praktikant auf Standesamt, verkauf am Mol im Konfettiland. Mit Pfeil und Bohre träg ich durch die Stadt, wohl doch in der Dorf in D, Schnie-Schna-Schnatz-Idee. Aber endlich kennt die Liebe keine Grenze, hiermit mach ich mich zu Mann und Frau. Zu Mann und Mann, zu Frau und Frau. Ach, Mann, aber der Bund, Hauptsache, ihr vertragt euch. Wir machen Liebe, Liebe, Liebe gegen Kriege, Kriege nie genug. Damit wir leben. Und wir sehen nun die Freunde unseres Prinzenpaars und das heißt gleichzeitig, dass sie sich hier nähern. Als Mickey und Minnie sind sie hier, die Freunde.
unserem Prinzenwagen, mit unserem Jubiläumsprinzen Julian den Ersten und Prinzessin Lena. Sie werden getragen von drei mächtigen Elefanten in Lila. Hier sind sie, unser Prinzenpaar, Prinz Julian der Erste und Prinzessin Lena, unser Jubiläumsprinzenpaar, und auf die beiden rufen natürlich ohne Drehmann ganz dicht. Julian, Lena, Dankeschön. Und liebe Karnevalsfreunde, das war der Rosenmontagszug hier auf der Neustraße, Sitterer Straße. Wenn ihr dem noch einmal folgen wollt, laden wir euch alle ein auf die Sitterer Straße im Bereich der Gaststätte, ehemaligen Gaststätte von Moll. Dort wird der Zug in Kürze wieder vorbeiziehen. Ich darf mich bedanken, dass ihr hier wart. Wer nachher noch Lust hat, mit uns zu feiern, kann auch zur Westzipfelhalle kommen. Da geht es nach dem Umzug weiter mit unserem DJ Leon Pfister. Ein recht herzliches Dankeschön natürlich auch der Freiwilligen Feuerwehr, die wieder für die Sicherheit hier am Zug dabei sind. Dankeschön.